Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal Brandländer TV. Mein Name ist Christopher, ich bin Admin von Brandländer TV und dachte mir mal, ich mache meine Morgenstunden, wir haben es jetzt gut 5 Uhr, kleinen Spaziergang. Ich bin heute früh aufgestanden und muss ein bisschen wach werden und da eignet sich doch so ein Spaziergang durch die Natur ziemlich gut. Und währenddessen wollte ich euch mal mitnehmen und ein bisschen über den Kanal quatschen, was so jetzt bei Brandländer TV los ist, wie es weitergeht, was wir noch so vorhaben und ja, viel Spaß dabei. So, da bin ich wieder. Ich habe mir überlegt, dass ich einfach mal die Natur zeige und nicht mich wie beim klassischen Vlog, dass der gezeigt wird, der redet, sondern dass ich die Kamera einfach nach vorne halte und während wir diesen Weg entlang gehen, dass wir uns ein bisschen über den Kanal unterhalten. Und eine Sache schon mal vorweg, wenn ihr irgendwelche Fragen habt zum Kanal, schreibt sie jederzeit in die Kommentare, ich beantworte sie liebend gerne. So, kommen wir mal zum Kanal selbst, Brandländer TV. Ja, für uns selbst ist in letzter Zeit ziemlich viel passiert. Unser Team ist ein bisschen größer geworden. Die einen oder anderen Teammitglieder sieht man auch auf unseren Videos. Standard sind ja meistens, dass Daniel, Sebastian, Christian und ich vor der Kamera stehen. Wir vier sind ja auch diejenigen, die auf dem Profilbild zu sehen sind. Aber es gibt ja natürlich noch deutlich mehr, die bei Brandländer TV irgendwie mit am Ruder sitzen. Wie zum Beispiel Tobi, der auch schon bei ein paar Videos dabei war. Oder unser Freund Kalle. Michael, ein großer Langer, der im Vlog dabei war, wo wir gegrillt haben. Und auch Klaus, der sowohl beim Vlog als auch bei dem Treckerrennen dabei war. Das sind einfach Charaktere bei uns, die mehr im Hintergrund arbeiten, nicht so viel direkt mit dem Kanal zu tun haben, aber schon dabei sind. Und deswegen werden wir auch in nächster Zeit unser Profilbild bei YouTube und bei den anderen sozialen Medienseiten ändern. Dass quasi das ganze Team ist und nicht nur das Gründungsteam, wir vier. Sondern dann sind noch ein paar mehr auf der Kamera, ein paar mehr auf dem Bild. Ich mache mich gerade so ein bisschen schwer beim Sprechen, denn erstens ist es noch früh, ich bin irgendwie noch gar nicht richtig wach. Also wenn ich mich mal verspreche oder mich undeutlich ausdrücke, es ist dem Morgen geschuldet und ja, es geht berghoch. Auch wenn die Luft am Morgen noch geht, ist es doch sehr anstrengend, gerade für mich als Allergiker. Aber ein Spaziergang durch die Natur, das kann ich mir nicht entgehen lassen. Entschuldigung, ein bisschen Husten habe ich auch, also zwischendurch, wenn ich mal husten muss oder mich räuspere, es sei mir entschuldigt. Ja, fange ich doch einfach mal an. Wir haben 60 Abonnenten erreicht. Inzwischen sind es wieder ein paar weniger, aber das war ja völlig klar. Abonnentenzahlen bleiben ja nie stabil. Ist ja auch gut so. Aber wenn man mal überlegt, dass mein persönliches Jahresziel war, im Laufe des Jahres 2017 die 50 Abonnenten zu knacken und wir jetzt schon kurzzeitig die 60 geknackt haben, aktuell wieder auf 57 sind, zumindest so zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt dieses Video aufnehme. Es müsste jetzt das 2.6. sein. Ja, dann ist das natürlich schon ein Riesenschritt. Deswegen haben wir unsere Ziele auch neu definiert. Im Laufe des Jahres 2017 wollen wir, das ist auch eine schöne Ecke hier mit der Bank, dann bekommt man glatt Lust, bei Minecraft ein bisschen was nachzubauen. Ist auch, um wieder aufs Thema zurückzukommen, dass wir unsere Ziele neu definiert haben, was die Abonnentenzahlen angeht und dass wir im Jahre 2017 100 Abonnenten am Ende schaffen wollen. Das ist ein durchaus realistisches Ziel, da wir noch mehr als ein halbes Jahr vor uns haben und wie gesagt schon über die 50 Abonnenten sind. Also wenn es so weitergeht, schaffen wir es auf jeden Fall. Ja, das zu unseren Abonnenten. Wir werden auch ein 100-Abonnenten-Special machen. Wir haben überlegt, ob wir ein 50-Abonnenten-Special machen.
Das verlief dann aber irgendwie im Sand. Haben wir uns nicht weiter mit beschäftigt. Also im Grunde genommen haben wir, indem wir uns nicht weiter damit beschäftigt haben, es einfach uns dagegen entschieden, könnte man sagen. Dann wollten wir noch, da wir ja inzwischen über 100 Videos auf YouTube hochgeladen haben, ein 100-Video-Special machen. Haben wir auch gedreht. Die Aufnahmen waren aber nicht zu gebrauchen. Das wollten wir auch als 100. Video rausbringen. Hat nicht geklappt. Neu drehen konnten wir nicht, weil wir keine Zeit mehr hatten. Und in den darauffolgenden 2 Wochen hätten wir auch keine Zeit gehabt. Das heißt, es wären 2 Wochen keine Videos gekommen. Da haben wir uns auch dazu entschieden, andere Videos hochzuladen und das einfach sein lassen. Und ich merke schon, es ist anstrengend, berghoch zu laufen. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera so gut sieht. So steil ist es nicht, aber man spürt schon. Besonders so kurz nach dem Aufstehen. Ja, und wo war ich? Mal kurz durchatmen, während ich überlege. Ja, bei den Abonnentenzahlen. Ja, und da haben wir uns einfach dazu entschieden, 100 Abonnenten-Special wollen wir auf jeden Fall rausbringen. Mal sehen, wann das so sein wird. Kommen wir mal zum nächsten Thema. Twitch. Unseren ersten Twitch-Stream. Bestimmt haben jetzt einige von euch schon mitbekommen. Wir wollen, wenn wir die 50 Abonnenten erreicht haben, was jetzt schon seit über einem Monat der Fall ist, und unser Equipment die Qualität hat, die wir haben wollen, ist inzwischen auch erreicht, schon seit über einem Monat, einen Livestream auf Twitch machen. Es ist jetzt so, dass wir uns dazu entschieden haben, das erst in den Sommerferien zu machen. Während NRW, also Nordrhein-Westfalen, wo wir leben, Sommerferien hat. Und zwar im Laufe der ersten beiden Sommerferienwochen. Ich weiß noch nicht, da ich jedes zweite Wochenende arbeite und wir werden das auf jeden Fall am Wochenende machen, ob nun am Freitag oder Samstag, können wir noch nicht sagen. Deswegen haben wir einfach 2 Wochenenden reingenommen. Dann wieder im ersten Wochenende der Sommerferien oder im zweiten Wochenende der Sommerferien. Aber das werden wir noch rechtzeitig sagen. Aber das ist etwa schon mal die Terminvorstellung, die wir haben, worauf ihr euch dann auch einstellen könnt, wenn ihr unseren ersten Twitch-Livestream gerne sehen wollt. So, wir erreichen noch ein Mini-Waldstück. Es ist hier sehr schön. Ich liebe einfach die Natur. Ich kann mir auch gar nicht vorstellen, in der Stadt zu leben. Ich will das hier so vermissen. Ja, so viel zum Twitch-Livestream. Kommen wir mal zum nächsten Punkt. Ich wollte jetzt, wie gesagt, einfach nur ein paar Punkte ansprechen. Und dieses Video auch größtenteils ungeschnitten lassen. Vielleicht auch ein paar vorige Naturaufnahmen mit reinpacken. Aber mal sehen. So, zu unserem Video selbst. Wir haben noch einige größere Projekte geplant. Es mangelt uns nicht an Lust. Es mangelt uns eher an Zeit, diese umzusetzen. Deswegen kamen ja in letzter Zeit mehr Mini-Videos und Let's Plays eben. Let's Plays sind gute Lückenfüller, finde ich. Und da Let's Plays auch so ein persönliches Herzensprojekt von mir sind, produzieren wir die auch ziemlich gerne. Auch wenn vergleichsweise zu allen anderen Videos die Let's Plays statistisch gesehen am wenigsten Klicks haben. Dennoch gehören sie dazu und werden es auch weiterhin führen. Und wir haben auch schon positive Resonanz bekommen zu den Let's Plays. Und inzwischen haben wir ja auch die Tonprobleme größtenteils in den Griff bekommen. Inzwischen ist der Ton schon ziemlich klar. Manchmal ist er noch zu leise. Aber dann stellt man einfach die Lautstärke an dem jeweiligen Medium, wo man uns konsumiert, ein bisschen höher und dann geht das schon. Aber wir arbeiten dran. Es ist jetzt nicht so, dass wir damit zufrieden wären. Aber es ist eine Erfahrungssache. Keiner von uns hat ja irgendwie mediale Erfahrung groß. Und deswegen haben wir uns das jetzt alles mit diesem Projekt selbst beigebracht, was wir bisher so wissen. Und ich finde, das sieht man auch bei uns auf dem Kanal, an unseren Videos, wie so die Qualität gestiegen ist von ganz zu Anfang bis jetzt. Ist natürlich auch eine Frage des Equipments. Und eine Frage des Equipments ist natürlich auch immer eine Frage des Geldes. Und ich stecke viel Geld in den Kanal, sehr viel, um einfach Equipment zusammenzukaufen. Aber das braucht alles seine Zeit. So, wir sind jetzt aus dem kleinen Waldstück raus. So, hier nochmal die andere Seite. Die Kamera wird auch bald versagen. Deswegen mal sehen, wie lange ich noch so reden kann. Ja, das war jetzt auch noch ein Punkt, den ich ansprechen wollte, also die Let's Plays.
Und dann mal sehen, was uns in Zukunft noch alles für Ideen erwarten. Wir wollen jetzt auch gerne wieder in Zukunft mehr zum Thema Anime machen, das ja in letzter Zeit nicht so groß bei uns auf dem Kanal vertreten war. Ich hätte mir natürlich auch ein bisschen mehr Resonanz im Gegensatz zu anderen Videos zum Thema unseren Anime-Reviews, die mir persönlich auch sehr am Herzen lagen und immer noch liegen, gewünscht. Aber müssen wir höchstwahrscheinlich noch ein bisschen was am Konzept ändern, damit das bei euch Zuschauern besser ankommt. Vielleicht nicht mal so lange, vielleicht kürzer halten. Aber ich habe das auch immer gerne in Talkrunden-Manier, also so aufgebaut wie eine Talkrunde, wie unser anderes Herzensprojekt Brandländer Talks, wo wir in Zukunft auch mehr Folgen drehen wollen. Zu ganz vielen verschiedenen Themen, eben angelehnt an Rocket Beans Almost Dailies, die wir als Vorbild nehmen. Aber wir wollen in Brandländer Talks das eben mit unserem eigenen Stempel machen. Also keine hundertprozentige Kopie, sondern wie gesagt, wir lassen uns davon nur inspirieren. Aber das soll auch gesagt sein, wir lassen uns gerne inspirieren und wir nehmen auch gerne Ideen an. Aber klauen wollen wir die Ideen wiederum nicht, sondern wir wollen sie immer noch so umschreiben, dass das unseren eigenen Stempel hat. Und dass wir nicht einfach schlicht irgendwelche Sachen nehmen und die dann umsetzen, um Klicks zu bekommen. Denn, seien wir ehrlich, der große Erfolg wird unser Kanal nicht werden. Es ist einfach ein Herzensprojekt, wo wir uns ein bisschen medial austoben wollen, wie alle. Mal was Neues machen, mal was anderes machen. Dieses Gemeinschaftsprojekt einfach. Es macht so unglaublich viel Spaß und das hat unser Team, unsere Freundschaft untereinander noch deutlich mehr verstärkt. So, das soll auch mal dazu gesagt sein. Oh, Windräder hier überall. Da werden wir noch hingehen, wenn der Akku so lange hält. Und wenn nicht, ein anderes Mal. Mal sehen, wie gut dieses Video hier ankommt. Denn dann können wir das auch öfter machen. Vielleicht sogar als eigene Rubrik. Mal sehen. Solche einfach Spaziergang-Talk-Runden, Talkgespräche, die werden wir, denke ich, dann auch nie mehr als 3 Leute machen. Meistens alleine oder zu zweit. Ich denke, beim nächsten Mal werde ich dann Daniel mitnehmen. Wie gesagt, diese größtenteils wie Talkrunden, wie unsere Brandländer-Talks umgeschnitten lassen. Und ja, dann mal sehen. Es ist natürlich auch das Problem auf YouTube, finde ich zumindest. Viele lassen sich von längeren Videos abschrecken. Es kommen eher so, das merken wir auch bei uns auf dem Kanal, die kurzen Videos an, wo wirklich Action auf Action folgt. Also eine spannende Sequenz auf die andere. Ohne, dass viel drumherum gelabert wird. Aber gerade dieses Drumherum-Labern zum Beispiel finde ich sehr interessant. Das mag ich sehr. Und wir wollen ja unseren Content auch nicht so anpassen, dass er möglichst viele Klicks generiert, sondern dass er immer noch uns gefällt. Ja, wunderschönes Feld hier. Die Sonne geht auch schon auf, wie man dort sieht. So hinter einem Baum, das ist echt ein schönes Bild. Es ist eigentlich schon ein bisschen heller, als man hier auf der Kamera sieht, aber es ist jetzt auch nur eine 450-Euro-Kamera. Es ist quasi unsere beste Nebenkamera neben unserem teuren Profiteil, das ich mir mühselig zusammengespart habe. Ja, unsere Videoqualität, um wieder auf das Thema zurückzukommen. Ich laber jetzt einfach mal querbeet durch, wie ich es schon die ganze Zeit jetzt mache. Unsere Videoqualität, so. Unsere Videoqualität wird natürlich auch in Zukunft um einige steigen. Aktuell schneiden wir auch noch mit Windows Movie Maker. Ich möchte gerne bald auf Sony Vegas umstellen. Problem, Programm ist teuer. Aber gut. Und deswegen habe ich mich auch für Sony Vegas entschieden. Und ja, dann wird unsere Videoqualität nochmal um einige steigen. Nach und nach werden auch immer mehr Kameras dazu kommen. Aktuell filmen wir auch noch mit vielen 100-Euro-Kameras. Also solche, gut 100 Euro ist eine Menge Geld. Sei gesagt, aber für eine Kamera ist 100 Euro jetzt eher nicht so viel. Die können zwar in HD filmen, aber kommen mit Bewegung zum Beispiel nicht so gut klar. Mit Helligkeit, Dunkelheit. Der Zoom ist nicht so gut. Und nach wollen wir da eben auch aufstocken. Es ist eben auch eine Frage der Zeit. Denn um uns das bessere Equipment zu kaufen, muss natürlich Zeit vergehen. Ich bin Vollzeit berufstätig. Aus dem Grund können wir auch viele Projekte gar nicht so schnell angehen, da ich jedes zweite Wochenende arbeite, unter der Woche auch viel arbeite und meistens dann auch, wenn unter der Woche frei habe. Christian zum Beispiel ist auch Vollzeit berufstätig selbstständig
Der hat auch alle Hände voll zu tun mit seinem eigenen Hof und seinen sehr vielen Wäldern, der ja als Forstwirt und noch viele Wälder drumherum auch noch stellvertretend als Forstwirt managt. Und Daniel und Sebastian sind eben Vollzeitschüler an einer Ganztagsschule. Also Montag, Mittwoch und Donnerstag haben die auch bis 3:30 Unterricht etwa. Ach, ein Reh. Sieht man's? Nee, ich glaube auf Kamera sieht man's nicht. Schade. Ich wollte jetzt gerade nah ranzoomen. Aber was soll's. So, wir sind am Windrad angekommen, bei den Windrädern. So, an dem Windrad werden wir jetzt einen Schlenker ziehen und den gleichen Weg wieder zurücklaufen. Für den ganzen Weg wird die Kamera nicht mehr halten, der Akku. Bin ich relativ fest von überzeugt, aber ja, so ist das halt. Wir werden einfach noch so lange sinnlos labern, bis der Akku leer ist. Oder bis wir wieder da sind. Das ist aber auch majestätisch hier. Ich schwenk mal von hier aus so rüber. Ein bisschen dunkel aktuell. Ja, jetzt geht's wieder. Einfach nur schön. Nichts gegen Städte oder Menschen, die in Städten leben, aber ich persönlich könnte es einfach nicht. Ich brauche das Land. Es ist einfach schön. Gut, das hat zwar wenig mit Natur zu tun, aber dadurch, dass wir uns mitten in der Natur befinden und die Windräder natürlich auch im Gegensatz zu ja, anderen Energiegewinnungsmethoden relativ umweltschonenden Ruf haben, geht das. Das ist schon ganz gut so. Und hier stören sie auch keinen. Die nächsten Häuser sind guten Kilometer entfernt. Also man sieht sie nur in der Ferne, aber hören tut man sie nicht. Zumindest nicht in den Wohngebieten. Und dadurch, dass wir ja auch relativ nah, also auch einen guten Kilometer von den Windrädern hier entfernt wohnen, kann ich das schon sehr gut behaupten. Was für eine Landschaft. In real life sieht es gerade noch wesentlich beeindruckender aus. Ich finde das echt schade, dass sich manche Leute gar nicht mehr an sowas erfreuen können. Aber dabei ist es echt wunderschön. Und ich würde wesentlich lieber viele Videoprojekte so mitten in der Natur drehen. Das Problem ist einfach, finde erstmal passende Themen, finde ein passendes Skript und man muss doch irgendwas drumrum machen. Einfach nur Naturbilder filmen ist dann doch ein bisschen zu wenig. Finde ich zumindest. Und dann müssen wir mal sehen. Aber es ist zum Beispiel jetzt auch noch ein Projekt, das ich mir vornehme für die Zukunft. Ich glaube, hier ist gerade in den letzten 2-3 Monaten das erste Mal ein Auto lang gefahren. Hinter uns gerade. Ja, daran erkennt man, dass wirklich Natur ist. Hier fährt man ab und zu einen Trecker rum. Sieht man auch einen katastrophalen Zustand der Straße. Ich glaube, die wurde einmal gebaut und seitdem nie wieder irgendwas mitgemacht. Wie gesagt, das ist eben ein geteerter Feldweg. Damit der Trecker, Mähdrescher oder was auch sonst hier noch so rumfährt, was die Bauern hier so haben, gut von einer Ecke zu anderen kommen kann. Denn wir haben hier viele Bauern. Aber klar, wir haben ja auch viele Felder. Es ist eben typisch Dorf. Wälder, Felder. So schön. Im Moment fehlen mir so ein bisschen die Worte, weil ich gerade mal durch so einen Spaziergang wieder richtig begreife. Ich habe das echt schon lange nicht mehr gemacht. Ich glaube, Ende letzten Sommers, gut vor einem halben Jahr, bin ich hier spazieren gegangen. Und ich finde es echt schön. Soll es öfter machen. Das Problem ist, das ist meistens so ertragbar in der Sommerzeit, den Berg hier hoch, entweder in den Morgenstunden oder in den Abendstunden. In den Abendstunden sitze ich meistens vor dem Computer und in den Morgenstunden schlafe ich meistens. Tja, dann heißt es sowas hier, um einiges mehr zu genießen. Ist jetzt auch 20 nach 5. 20 Minuten nehmen wir etwa schon auf. Kam mir eigentlich deutlich länger vor, aber tja, Sonne,
geht auch gleich auf. Man erkennt sie schon so ein bisschen am Horizont aufblitzen. Ja, schön an der Sommerzeit. Es bleibt länger hell. Es wird nicht so schnell dunkel. Es wird vor allem früher hell. Es tut mir auch sehr gut als Fahrradfahrer, da ich ja keinen Führerschein habe. Noch nicht. Gut, ich habe noch nicht angefangen, muss ich ehrlich gesagt sagen. Kommt aber auch noch. Gerade wenn wir auch unsere Deutschlandtour machen wollen, 2018 höchstwahrscheinlich. Bis dahin brauche ich ja meinen Führerschein. Und da wollen wir dann noch unterwegs das ein oder andere Video hochladen von unserer Deutschlandtour. Es gibt auch ein paar Orte, die wir besuchen wollen. Das Klimansland zum Beispiel, das sich etwa, glaube ich, zwischen Hamburg und Bremen befindet. In Hamburg natürlich die Rocket Beans. Und mal nach Köln wollen wir auch durch die Innenstadt mal wandern. Mal sehen, ob man den einen oder anderen YouTuber trifft. Und dann mal sehen, wo noch hin. Ins Erzgebirge würde ich mal gerne. Alpen natürlich unbedingt. Also einfach mal quer durch Deutschland. So ein, zwei Wochen. Halt wirklich von einem Ort zum anderen fahren. Und dann mal sehen. Es wird nur schwierig für mich in einer Ferienzeit. Sebastian und Dani, wie gesagt, sind Schüler. Die hätten Ferien. Und ich, da ich weder Kinder habe, noch sonst irgendwie familiär aktiv bin, habe ich jetzt kein so großes Recht, in den Ferien, vor allem in den Sommerferien, Urlaub zu nehmen. Das haben wir im Kollegenkreis so besprochen. Steht doch eher denjenigen zu, die auch Kinder haben. Finde ich auch richtig so. Denn die sollen da mal lieber auch frei haben, wenn ihre Kinder frei haben. Aber mal sehen, vielleicht kann ich ja noch anderthalb Wochen in den Ferien abgreifen. Mal sehen. Ist ja noch lange hin bis dahin. Ein gutes Jahr. Bisschen mehr. So, auf was kann ich noch zu sprechen kommen? Was könnte eventuell noch interessant sein? Ich möchte jetzt gar nicht so viel zu neuen Videoprojekten verraten, was wir insbesondere noch vorhaben. Das wird sich nach und nach zeigen. Das werden wir, denke ich, auch meinem einen oder anderen Kanal-Update rausbringen. Das Wesentlichste ist jetzt eigentlich besprochen. Aber auf jeden Fall kann ich sagen, bei uns funktioniert das Steam eine längere Zeit nicht. Also konnten wir die Steam-Spiele wie Skyrim oder Amnesia, die Let's Plays, die neben eben Minecraft laufen, nicht weiterführen. Aber es geht jetzt wieder. Also werden jetzt dieses Wochenende, heute, morgen, übermorgen, einen von den drei Tagen wird Daniel Zeit haben. Und da werden wir dann neue Folgen Amnesia, The Dark Descent und neue Folgen The Elder Scrolls 5 Skyrim Special Edition produzieren. Also könnt ihr da euch da wieder auf neue Folgen freuen. Von Daniels Seite habe ich auch schon gehört, dass angesprochen wurde und gefragt wurde, wann er wieder neue Skyrim-Folgen rauskommen. Und das ist natürlich auch für mich, der ja die Let's Plays bei uns auf dem Kanal gebracht hat, einfach genial. Also es ist ein so schönes Gefühl. Es ist generell ein sehr schönes Gefühl, wenn Videos gelobt werden. Die Arbeit, die man gemacht hat, gelobt wird. Das ist einfach herrlich. Und das motiviert einen auch, weiterzumachen. Das motiviert einen, neue Sachen anzugehen, größere Sachen anzugehen, noch mehr Zeit investieren, zu investieren. Und ich muss sagen, ich selbst bin ein streckenweise doch eher fauler Mensch. Ist kein richtig fauler Mensch, also ich würde niemals mein Leben vernachlässigen, aber wenn es darum geht, mal einen Abend wegzugehen oder doch eher gemütlich auf der Couch zu sitzen und FIFA zu zocken beispielsweise, dann entscheide ich mich doch eher für die Couch meistens. Meistens. Nicht immer. Und ich hatte am Anfang auch ein bisschen Sorge, dass irgendwann mir dieses YouTube-Projekt absolut keinen Spaß mehr macht. Aber dadurch, dass es gerade Daniel, der dafür sehr schwärmt, immer und immer größtenteils sehr motiviert an die Sache rangeht, ist das natürlich auch eine kleine Motivation selbst für einen, dann auch sehr motiviert weiterzumachen. Und ja, ich dachte eigentlich, nach einem guten halben Jahr, dachte ich zumindest nach vor einem guten halben Jahr, verschwindet schon ein bisschen die Lust. Und das wäre schon ein Wunder, dass das Hobby dann so lange gehalten hätte. Aber ich muss sagen, Motivationsabfall ist eigentlich noch so gut wie gar nicht spürbar. Natürlich ist das scheiße, wenn man Dislike bekommt. Natürlich ist das scheiße, wenn man einen negativen Kommentar bekommt. Oder wenn man Abonnenten verliert. Aber dafür ist das umso schöner, wenn man einen positiven Kommentar bekommt, ein Like. Klicks
und eben Abonnenten dazu gewinnt. Und das war bisher bei uns um einiges höher als die negative Resonanz. Also die positive Resonanz überschattet die negative völlig. Und da kann man auch das bisschen Negative sehr gut in Kauf nehmen. Und deswegen geht mir zumindest so, ich bin so ein bisschen derjenige, der auch durchaus Bestätigung braucht, im gewissen Rahmen. Muss nicht mal ausgesprochen werden, aber einfacher Daumen hoch macht mich oft schon so glücklich, da habe ich überhaupt keine Motivationsprobleme mehr für den Moment. Hingegen negative Resonanz demotiviert mich oft ein bisschen. Als wir zum Beispiel unseren allerersten Dislike bekommen haben. Da habe ich an dem Tag, den habe ich gemerkt, so kurz bevor ich zur Arbeit gefahren bin. Und ich glaube, das war unser drittes Video, das wir rausgebracht haben. Wir liefern Holz aus. Und ja, ich bin zur Arbeit gefahren, ganz normal mit dem Fahrrad. Eine gute Dreiviertelstunde brauche ich dafür. Und habe noch vor der Arbeit, weil ich noch eine halbe Stunde Zeit hatte, kleinen Spaziergang gemacht, so einen Mini-Spaziergang. Und da wurde mir plötzlich klar, so, ist nicht alles Gold, was glänzt. Es gibt auch die Schattenseiten. Dislike. Wie gehe ich damit jetzt um? Und ich muss sagen, das war so ein kleiner Schlag in dem Moment. So der allererste Dislike. Es war hart, muss ich ganz ehrlich sagen. Und diese halbe Stunde, die ich dann vor der Arbeit verbracht habe, die habe ich auch völlig damit verschwendet, statt nochmal den Spaziergang zu genießen, darüber nachzudenken. So, aber das ist lange vorbei. Jetzt geht's nur noch bergauf und negative Kommentare oder negative Feedback generell eher so Hate und Dislikes interessieren dann gar nicht mehr wirklich. So, an der Stelle muss ich jetzt auch leider Schluss machen. Kamera, Akku leer. Damit wünsche ich euch noch alles Gute. Ich hoffe, dieser kleine Ausflug hat euch gefallen. Und schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr noch so für Vorschläge habt. Macht's gut. Tschüss.